Der Hühnemörderhof in Gülpe. Dahinter verbirgt sich die ökologische Station der Universität Potsdam. Im Westhavelland, inmitten der Havelauen gelegen, ist sie in erster Linie ein Lehr- und Lernort für Studierende. Viele verschiedene Freilandkurse der Biologie und Geowissenschaften finden hier statt. Angehende Ökologen lernen hier zum Beispiel, geoökologische Parameter zu erheben, Feldexperimente zu gestalten und vor allem lernen sie an diesem besonderen Ort die Auenlandschaft kennen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreiben hier auch Freilandforschung. Mittlerweile kann auf 50 Jahre Dokumentation zur Erforschung von beispielsweise Zugvögeln zurückgeblickt werden. Neben Veranstaltungen der Universität Potsdam kommen auch andere Universitäten aus ganz Deutschland hierher, um Kurse durchzuführen. In der Abgeschiedenheit und der Ruhe der Insellage lässt sie sich besonders gut arbeiten. Forschungskooperationen mit anderen Universitäten, auch aus dem Ausland, finden hier ganz besonders günstige Bedingungen für Zusammenkünfte und für den wissenschaftlichen Austausch. So ist die Station auch für Seminare, Forschungsretreats, Profilkurse von Schulen sowie für kleine Tagungen bestens geeignet. 20 Personen können in einfach ausgestatteten Einzel- und Mehrbettzimmern untergebracht werden. Ein Tagungsraum, eine Küche für Selbstversorger oder Catering sowie ein Kaminkeller sorgen für die Vernetzung der Teilnehmer. In der Havelaue wird extensiv gewirtschaftet. Viele geschützte Tier- und Pflanzenarten sind hier noch zu finden. Gülpe ist vor allem Landschaft der Zugvögel. Sie folgen dem Rhythmus der Jahreszeiten und der Wasserstände.